So, herzlich willkommen bei uns im Laufach. Mein Name ist Lukas Stab, ich bin der COO bei der Solarfabrik und wir freuen uns heute, die Energiewende erfahren hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Julia, ich bin hier im Marketing, Communications Managerin und das bedeutet, ich kümmere mich um Social Media, jegliche Art von Kommunikation, intern, extern, Presse, alles Mögliche. Also die Nachfrage ist bei diesem Produkt riesig, weil er einfach sagt, ja, das ist doch super, ich bekomme sogar teilweise mehr. Ja, letztendlich sind wir Modulhersteller. Wir produzieren Module in Asien und vertreiben die dann hier unter unserem Namen in Deutschland. Ich kann leider nicht mehr. Warum? Weil mir alles irgendwie weh tut. Unsere Zukunft, man hat es schon erfahren aus der Presse, wir werden in Deutschland wieder Module produzieren. Wir sind also Vorreiter in diesem Bereich. Wir warten nicht auf Subventionen, sondern wir starten einfach jetzt. Wir sind Teil von der Energiewende und wir müssen da jetzt ein Vorreiter sein und müssen da jetzt einfach loslegen. Ich kann euch beruhigen, ihr fahrt gleich hoch in den Spessart auf 450 Höhenmeter in Richtung unser Heimatort. Und da gibt es wunderschöne Wanderwege und auch Radfahrwege. Aber ruht euch noch ein bisschen aus, denn ihr habt noch 300 Höhenmeter vor euch. Unser Slogan ist ja Let's create a powerful future together. Und das wünsche ich auch der Tour. Ganz viel Power, eine powervolle Zukunft und noch ganz viel Spaß. Ja, wir sind in Bayern gestartet. Wir haben heute ein paar Verluste zu beklagen. Bei nasser Strecke sind wir in der Kurve, sind zwei Frauen bei uns gestürzt. Die sind jetzt zum Arzt gegangen und auch zwei Fahrräder sind kaputt. Die werden jetzt gerade in die naheliegende Fahrradwerkstatt gebracht und von daher mussten wir jetzt ein bisschen flexibel darauf reagieren. Aber das Wichtigste ist, es geht wohl beiden gut und sie sind auch wirklich ganz tapfer. Und deshalb hoffen wir, dass sie bald wieder zu uns stoßen und wir wieder komplett sind. Und jetzt geht's weiter. Ja, leider sind zwei Speichen gebrochen. Hier kann man es sehen. Das habe ich gerade gemerkt bei einer Pause. Das muss wohl irgendwie unterwegs passiert sein. Warum fährst du nicht weiter? Ja, das ist so risikoreich. Wenn ich jetzt einen Schlag kriege drauf, dann habe ich sofort eine 8 drin.
Mein Name ist Lothar Formwald. Ich werde jetzt 70 Jahre alt und ich sammle seit meiner Kindheit Isolatoren. Und dieses Hobby begleitet mich bis zum Tod. Und dann hat man die Elektriker rausgeschickt zum Isolatoren putzen, weil die Arbeitszeit war ja billig. Der kommt aus der U-Bahn Chicago. Dieses schöne Stück aus Kambodscha. Dann der kommt aus Russland, der Zahn zeigt noch. Schöne Stempel. Die kommen aus dem Ural. Steingutware. Der hat eine schöne Geschichte aus Alaska. Kommt ein gutes Stück. Und zwar wollte man eine Verbindung von Seattle nach Moskau bauen. Und die Überseekabel waren schon sehr störungsanfällig. Dann hat man eine Freileitung beschlossen. Und als man in Alaska angekommen ist mit dem Bauen, hat man aufgehört, weil die Kabel inzwischen gut waren. Und da hat man noch eine Kiste in dem Fischerdorf gefunden von diesen Teilen. Ich war ein kleiner Junge, da bin ich mit dem Isolatorenvirus infiziert worden. Ich habe mal gesehen, wie die ausgetauscht wurden. Da war ich 9 Jahre alt und das hat mich nie mehr losgelassen. Und dann habe ich noch stark schon gelernt und war dann immer mit dem Zeug in Verbindung. Und jetzt als Rentner habe ich noch sehr viel Zeit zu sammeln. Ja, der Lothar, der hat früher gedacht, er ist der einzige Isolatorensammler auf Gottes Erdboden. Bis zu den Zeiten vom Internet. Dann hat sich plötzlich was ganz anderes ergeben, dass es da ganz, ganz viele gibt. Und es kam halt im Laufe der Jahre der eine oder der andere und immer mehr dazu. Ja, so war das. Für mich war es auch Neuland, so viele Gäste auf einmal zu bewirten und zu führen, hatte ich noch nie gehabt. Und lauter interessante Leute, die ja auch von der Schiene kommen, Strom. Dem Isolator ist es egal, ob der jetzt Biostrom, sagen wir es, oder Windstrom, je nachdem, liefert, oder noch herkömmlichen. Aber interessante Leute. Diese Stromleitung besteht aus Donaumasten und für 380.000 Volt überträgt die. Und da hat man Dreierbündel gewählt. Dreierbündel haben die Funktion, damit ich eine große Oberfläche bekomme und damit die Seile nicht so schwer werden. Sonst müsste ich ein dickes Seil nehmen und das brauche ich unheimlich große Zugmaschinen. Dann kommt noch dazu, dass die Leitung schneller abkühlt, weil ich eine größere Oberfläche habe. Und die Corona-Verluste werden dezimiert. Und das Funkwesen wird dadurch nicht gestört. Deswegen wählt man Zweierbündel, Dreierbündel oder auch Viererbündel.